Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer-Brettspiele. Diesmal mit einem Spieleschmiede-Projekt von Korax Games, was jetzt bei mir eingetroffen ist. Und zwar die Fortsetzung von Chronicles of Crime. Ein Ermittlungsspiel, was mir sehr gut gefällt, wo wir QR-Codes scannen und eben uns durch Kriminalfälle hangeln und versuchen am Ende die Lösung zu finden. Und da gab es halt jetzt die Millennium Series. Und zwar mit den Titeln 1400, 1900 und 2400 und noch der Chronicles of Time, ja, Zusatzbox. Und diese vier Boxen, die sind jetzt bei mir eingetroffen und ich möchte einfach mal mit zu euch zusammen da reinschauen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Chronicles of Crime Box 1400. Und dann mache ich die einfach mal zusammen mit euch auf. So, und dann machen wir mal die Box auf. Was da drin ist. Ist natürlich vom Spielprinzip wie Chronicles of Crime, was wir ja schon kennen, obwohl es Erweiterungen gab. Wir haben die Anleitung, die ist auch nicht dick. Dann haben wir hier einfach das Spielmaterial, wir haben Charakterkarten, die haben natürlich alles, wie man hier schön sehen kann, so eine QR-Codes, die man dann halt mit der App einscannt, also mit dem Smartphone oder mit dem Tablet, wie auch immer. Und dann kann man eben bestimmte Interaktionen mit den Gegenständen, mit den Personen, mit den Orten etc. durchführen, auch 3D-Untersuchungen der Orte. So, und dann haben wir hier Ziel des Spiels, den Aufbau und dann so wird gespielt. Sieht man dann halt, dass man, wie man interagieren kann, wird dann hier ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Dann hier auch mit dieser 3D-Brille, die VR-Brille, die man separat, die separat erhältlich ist. Ich weiß gar nicht, ob die hier in der Box, in irgendeiner Box mit dabei ist, aber da geht ja auch die aus dem Chronicles of Crime Grundspiel. Aber man kann es auch so spielen ohne die 3D-Brille. Genau, wird auch die anderen Standalone-Boxen dieser Reihe hingewiesen. Also es sind wirklich Standalone-Spiele jeweils, die aber natürlich insgesamt schon irgendwie zusammengehören. Und wie das Tableau, wo Hinweise draufkommen oder Hinweise liegen, die wir dann uns nehmen müssen. Auch schön gestaltet hier so als Aktentasche. Und dann haben wir ja schon das Insert, auch ganz hübsch gestaltet, muss ich sagen. Ja, dann haben wir hier Charaktere, der Mönch, die Händlerin und der Spion, das sind halt verschiedene Experten, die gab es halt im Grundspiel auch. Da waren es halt allerdings unterschiedliche Tableaus, wo man halt bestimmte Dinge, wenn man Fragen hat, kann man die halt zur Hilfe ziehen. Dann haben wir Orte, ja, die sind hier nicht benannt im klassischen Sinne, die gibt es auch noch doppelseitig quasi. Also wir haben insgesamt 12 Orte damit, die dann natürlich dann ins Spiel kommen. Und das Schöne an dem Chronicles of Crime Prinzip ist, hier schön bei der Notre Dame, aber dass wir quasi durch die Spielmaterialien sind an sich ja relativ neutral. Also dieser Ort kann ja für unterschiedliche Dinge benutzt werden. Das heißt, wenn später andere, das sieht auch schön aus hier, wenn man das hier so schön sieht, wenn man dann andere Fälle bekommt, wenn die in der App dann andere Fälle drin sind, dann kann man dieselben Orte, dieselben Gegenstände etc. Personen nehmen und die stellen dann ganz andere Kriminalfälle dar. Sehr schön, also das ist wirklich optisch auch sehr stimmig und wirklich toll aus, finde ich. Wirklich schöne Ecken, aber eben auch dunkle Gassen. Also sehr, sehr schön. Dann haben wir hier, schauen wir mal, ja, weitere Karten, die allerdings nummeriert sind. Und die jetzt kein QR-Code haben, müssen wir mal schauen, was das im Detail bedeutet. Dann haben wir hier weitere Karten, die Charakterkarten sein können oder sind, so wie es aussieht, genau mit QR-Code, den man dann halt einscannt und der dann halt eine bestimmte Rolle in dem jeweiligen Fall dann hat. Und ja, die sehen einfach auch wirklich gut gezeichnet hier aus. Nicht immer ist das, was man so denkt, vielleicht wenn man sie sieht, unbedingt das, was sie dann im Spiel darstellen. Aber das ist ja das recht Gute, dass man eben nicht nur nach dem Äußeren schauen muss, sondern man muss sich halt mit diesen Charakteren beschäftigen, man muss mit diesen interagieren, man muss ermitteln, man muss Hinweise sammeln, dann natürlich auch
Ja, an den Tatorten sozusagen. In der 3D-Umgebung sammelt man ja vor allem Hinweise und damit muss man dann halt Schlüsse ziehen am Ende. Und hier haben wir dann bestimmte, ja, Gegenstände und Dinge, die wir dann halt im Zweifel dann entdecken und die wir dann halt sammeln können und die wir halt wiederum dann untersuchen können. Und das sind halt jetzt keine schön gestalteten Sachen, sondern steht immer nur was drauf. Ja. Aber das sind halt einzige Dinge, die dann je nach Szenario, je nach Fall zum Einsatz kommen. Das war mein kurzer, schneller Blick mal in die Chronicles of Crime 1400. Und dann machen wir doch einfach mal weiter mit dem nächsten Teil. Und da haben wir die Box 1900. Die spielt natürlich entsprechend dann im letzten Jahrhundert oder an der Jahrhundertwende bis zum 19. Jahrhundert oder ja, zum 20. Jahrhundert dann quasi. Wir sind hier Journalist, ja, das waren wir sicherlich in dem anderen Teil nicht. Es geht nach Paris, es geht glaube ich immer nach Paris, haben wir ja auch gesehen, mit Notre Dame und so weiter, dass wir in Paris sind. Auch hier wieder Spielmaterial, im Grunde genommen ist es ja dann sehr ähnlich. Also auch die Gegenstände sind natürlich dann andere, spielt natürlich in einer anderen Zeit, aber das ganze Prinzip ist dasselbe. Wir haben hier auch wieder ein bisschen schicker, auch wieder diese Auslage für die Hinweise. Und wir haben natürlich auch hier wieder Orte, die natürlich dann entsprechend ja, moderner sind, weil wir sind ja nun 500 Jahre quasi in die Zukunft gereist nach dem ersten Setting im Jahr 1400. Und auch das sieht wieder sehr, sehr, sehr hübsch aus. Ja. Also wirklich, es gefällt mir sehr gut, die Gestaltung sehr stimmig und wirklich führt dazu, dass man hier wirklich das Gefühl hat, da zu sein. Wir waren ja nicht vor nicht allzu langer Zeit in Paris, da sah es natürlich dann etwas moderner aus jetzt als jetzt hier um 1900, aber trotzdem sehr, sehr schöne Stadt und es kommt ja auch sehr, sehr schön rüber. Auch wieder diese Orte, die dann ja, vorkommen, dann haben wir hier nicht umdrehen, das sind Rätselkarten, okay, das ist mal ein anderes Element, also doch durchaus ein Element, welches dann sich unterscheidet offensichtlich in den einzelnen Spielen. Bei dem eben stand das zumindest nicht da. Und ja, machen wir natürlich nicht, dass wir die jetzt eröffnen oder umdrehen in irgendeiner Form. Auch hier müssen wir nicht groß reingucken. Im Endeffekt haben wir ja auch wieder die Charakterkarten drin. 30 Stück, die hier dann quasi in der entsprechenden App dann zum Einsatz kommen. Genauso wie die einzelnen Hinweiskarten. Das war also Chronicles of Crime 1900. Ja, und dann schauen wir doch einfach nochmal in die Chronicles of Crime 2400 rein. Ja, die führt uns natürlich wenig überraschend in die Zukunft, ins Jahr 2400. Und hier ja, sind wir eine Frau und wir versuchen natürlich auch hier das Verbrechen zu bekämpfen. Und thematisch sind wir wohl immer dann Nachfolger oder Nachfahren der Charaktere aus den vorherigen Teilen dieser Millennium Series. Auch hier wieder bestimmte Gegenstände, Charakterkarten etc. Auch hier auch sicherlich wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen was anderes. Implantattafel, Implantatkarten, sodass man vielleicht auch noch Sonderfähigkeiten in irgendeiner Form bekommen kann. Also doch schon unterschiedlich. Macht natürlich auch durchaus Sinn, nicht nur thematisch, sondern eben auch mechanisch dann ein bisschen was anderes zu machen. Und das ist auch wieder gleich für die Hinweiskarten. Wir haben hier unsere Implantattafel, wo wir halt bestimmte Dinge nutzen können. Das brauchen wir wahrscheinlich keinen anderen dann, um irgendwelche Sachen zu analysieren, sondern können das mit unserem Implantat vielleicht machen. Hier haben wir gar nicht so ein Dings drin. Auch spannend. Ja. Gar nicht so ein Deck drin wie bei den ersten zwei Teilen. Und hier sind wir natürlich auch wieder in Paris, nur in einem Paris der Zukunft. Was natürlich auch ziemlich schick aussieht, wie ich finde. Und ja, Blade Runner mäßig muss es natürlich immer irgendwie dunkel sein, beziehungsweise ja, das ist es nicht überall. Das sieht schon ein bisschen positiver aus, aber insgesamt dann doch eher etwas dystopisch, so wie das hier aussieht und nicht überall so schön wie hier.
Ja, interessant, interessant. Auch hier eine Menge Orte mit dabei. Und auch hier, da schauen wir noch mal kurz rein in die Karten. Denn das moderne Design sieht natürlich auch schick aus. Hier dann auch Gegenstände bzw. Charaktere, besser gesagt, die dann in der Zukunft vorkommen. Hier natürlich auch viel mit irgendwelchen Implantaten. Wir haben natürlich die ganz coolen Cyber-Irgendwas-Typen. Wir haben aber auch offensichtlich Androiden oder Außerirdische, schwer zu sagen. Sind auf jeden Fall kreative Charaktere mit dabei und auch interessant aussehende Charaktere. Aber auch ganz normal aussehende Charaktere. Aber eben auch na, offensichtlich böse Computer. Und Roboter in irgendeiner Form, die teilweise wirklich gut aussehen. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Sehr schick. Ja, mal schauen, was da alles noch so zu entdecken ist in diesen Missionen, in diesen Fällen. Und dann haben wir natürlich wieder, das denke ich mal, dass das dann in der Regel diese, ja, Hinweiskarten wieder sind. Dinge, die wir dann an den Tatorten sehen. Ja. Das war quasi jetzt die drei Boxen. Und dann möchte ich noch in die Chronicles of Time Erweiterung mit reinschauen, die ja bei der Millennium Series mit dazu kam. Da gucken wir mal, was da noch mit drin ist. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das diese drei Kampagnen oder die drei Teile in einer Kampagne in irgendeiner Form verbindet. Auch hier wieder oh, ja, von der einen, vom Einsatz her genau dasselbe. Wir haben hier weitere Orte. Sieht erstmal sehr Anno 1400 aus, beziehungsweise das sieht schon wieder aus wie eine Zukunft, derselbe Ort, ja, auch schick, derselbe Ort in der Zukunft. Ja, witzig. Und dann unterschiedliche Orte zu unterschiedlichen Zeiten, die halt hier mit dabei sind. Dann haben wir hier weitere von diesen Karten, da müsste man noch mal im ersten Teil gucken, was das für Karten waren. Dann weitere von diesen Rätselkarten für den zweiten Teil, Chronicles of Crime 1900. Sehr interessante Holzmarker. Ja, mal schauen. Und weitere Charakterkarten und ja, solche Hinweiskarten beziehungsweise irgendwelche Boni-Karten, die auch in den verschiedenen Teilen wahrscheinlich zum Einsatz kommen, im ersten Teil, in dem 1900er und in der Zukunft. Ja, also für alle Teile was mit dabei. Allerdings keine Anleitung, soweit ich das hier sehen konnte. Da müsste man mal schauen, inwieweit das dann ja, eine Anleitung bedarf oder ob man einfach die Sachen aufteilt auf die verschiedenen Bereiche. Ja, das war jetzt mein Unboxing von Chronicles of Crime, die Millennium Series. Ja, und dann noch die Erweiterung dazu von 1400 bis 2400. Ich bin gespannt drauf. Ich mag das System mit diesen QR-Codes in der Mitte mit der App sehr gern, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mich sehr auf diese neue Serie gefreut und werde das auch hoffentlich mit der Familie dann bald auf den Tisch bekommen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, ob ihr Chronicles of Crime kennt, was ihr davon haltet, was ihr vielleicht von dieser neuen Serie, der Millennium-Serie haltet, ob ihr die unterstützt habt, ob ihr euch die holen werdet. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr einen Daumen hinterlasst und gerne auch einen Kommentar. Und wenn ihr mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbeischaut, dort findet ihr neben meinem wöchentlichen Podcast auch viele Artikel, Hintergrundberichte, Kickstarter-News, Interviews, Reviews, Toplisten und vieles mehr. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!